Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Pokémon. Wir befinden uns hier in der Arena von Maria City. Ich muss mal ganz kurz in den Beutel reingehen und werde mal Ether filtern IP eine ausgewählte Attacke wieder auf. Genau. Weil ich möchte ganz gerne bei BD Kalklinge wieder voll aufleveln. Und jetzt gehen wir quasi nach, und ich habe mich jetzt doch nicht informiert über die Attacken, über die Sachen von dem Arena-Leiter. Weil ich möchte mich da überraschen lassen, doch nochmal ein bisschen. Nicht immer alles im Voraus wissen. Aber wenn es trotzdem Bodemon-Pokémon sind, dürfen wir mit BD trotzdem sehr gut klarkommen. Auch wenn natürlich hier die Arena ein bisschen schwerer werden wird. Zwecks Heil, Hyperheiler und so weiter und so fort. Ich bin da mal so frei und werde mich selbst von deinen Fähigkeiten überzeugen. Nachdem Arena-Leiterin Camilla ja schon einen Gefallen an dir gefunden hat. Wunderbar. Arena-Kampf gegen Turner, den Cowboy. Wahrscheinlich so um die 4 Pokémon dabei haben. 3 Pokémon sogar nur. Rockermine wird eingesetzt. Weiterentwicklung von Rogan, Level 29. BD mit Kalklinge müsste ein One-Hit sein. Also vielleicht können wir sogar noch, bevor ein Hyperheiler machen kann, hoffentlich schon vorher down bekommen. Schaffen wir auch mit der Attacke auf jeden Fall. Es ist down. Er kann keinen Heiler einsetzen. Finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir halten 900 EP. Als nächstes setzt er Stalobor ein. Wir kämpfen weiter. Aber Stalobor wahrscheinlich eine sehr gute Verteidigung. Wird eine Level 31. Wir sind immer noch ein Level stärker. Aber die Verteidigung wird zu krass sein. Und jetzt noch eine Attacke, die seinen Angriff aufwertet. Hammergeil. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem mit einem One-Hit, ihn down zu bekommen. Und haben wir nicht ganz geschafft. Aber jetzt wird es folgendermaßen, sein Angriff ist stärker geworden, sprich, er wird jetzt einiges an Schaden raushauen. Ja, ist schon nicht allzu wenig gewesen. Aber es ist down, die Stahllabor. Sehr effektiv auch. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir 1500 MP, alter Vater. Level 33 erreicht. Wasserdüse, ja, ich möchte jetzt genau Wasserdüse erlernen, mitten so in einem Kampf mal einfach so. Wasserdüse. Eine sehr schnelle Angriff mit Erstschlaggarantie, aber nur Stärke 40. Möchte ich nicht machen. Nein, möchte ich nicht erlernen. Dankeschön. Attacke nicht verlernen. Wunderbar, ja, genau, wunderbar. Genau so. Gut, nicht erlernen. Hammergeil. So. Mebrana ein. Möchte ich wechseln? Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Zwar möchte ich den lieben Mebrana. Mebrana ist das Wasser-Pokémon wahrscheinlich, ne? Ich gehe davon aus, dass die Weiterentwicklung von Kalkpop ist. Gehe ich mal von aus. Das heißt, nur Flug und Elektro wäre sehr effektiv. Feuer wäre da, Stahl wäre auch okay. Ich denke, mit Blocky sind wir da schon gar. Aber Blocky ist ein Gesteins-Pokémon, ne? Blocky ist Gestein. Wasser und Gestein ist, glaube ich, sehr effektiv, ne? Oder? Also Blocky würde keinen Sinn machen. Wir könnten auch Wongs einsetzen, im Zweifel. Ich möchte eigentlich nur irgendwie versuchen, eine Attacke zu überleben, um BD auch im Zweifel zu heilen. Aber das wird, glaube ich, jetzt ein interessanter, schwieriger Kampf gegen ihn. Aber ich denke, wir können hier mit Psywelle schon ordentlich reinhauen. Hoffentlich. Hoffentlich. Auch nur Level 29 tatsächlich. Wir sind sogar ein Level stärker. Hätte ich gar nicht erwartet. Die Hälfte ist schon down. Wasserring wird eingesetzt. Und gibt sich wieder einen Wasserring. Und wird dementsprechend statt die KP wieder her ein bisschen. Wir machen nochmal Psywelle. Und wir müssten es fast sogar jetzt schon down bekommen. Und jetzt wird wahrscheinlich ein Hyperheiler kommen gleich von ihm. Nein, nur Lehmmühle. Ja, ist aber auch nicht sonderlich effektiv. Und jetzt wird ein Hyperheiler kommen wahrscheinlich von ihm. Ja, alles klar. Also Hypertrank natürlich. Aber dementsprechend können wir natürlich noch einmal Psywelle machen. Wir haben nämlich immer noch gut Leben, noch über die Hälfte, das reicht. Oh ja, wir sehen schon hier, dass es mittlerweile auch sehr wenig Schaden macht, die Attacken.
Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber einmal noch und es wäre down. Ich glaube nochmal diese Lehm-Dingens da. Wenn es kein Volltreffer ist. Ja, es ist... Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt müsste es eigentlich down sein. Es sei denn, nochmal ein Hyper-High. Hat es nicht. Und es müsste down sein. Es müsste down sein. Und es ist down. Wir haben die Arena gewonnen. Hulalärchen. Hulalärchen. Level 31 erreicht. Oh, guck mal. Syndrom irgendwas. Synchronlärm. Alles klar. Was ist für eine Attacke hier? Vom selben Typ, die sich in der Nähe des Angreifers aufhalten, mit seltsamen Druckwellen Schaden zu. Erfügt Pokémon vom selben Typ. Okay, vom selben Typ. Wir könnten Wirbelwind vergessen, glaube ich, ne? Ja, wir vergessen mal Wirbelwind dafür. Ich glaube, Wirbelwind brauchen wir jetzt nicht so dringend. Eine normale Attacke brauchen wir nicht bei einem Psychoflug-Pokémon, glaube ich. Wir haben ihn besiegt. Du hast mich erwischt. Wir gewinnen 3700 Taler dazu. Verstehe, das gefällt mir natürlich gar nicht. Obwohl du so jung bist, ist natürlich wirklich ansehnlich, was du im Kampf so zeigst. Da kann ich schon vorstellen, dass es Leute gibt, die dir Talent, zerreißen oder so. Keine Ahnung, wir haben ja auf jeden Fall jetzt einen neuen Orden bekommen. Den Bodenorden wahrscheinlich. So ungefähr wird es wahrscheinlich heißen. Und es heißt, ja, keine Ahnung. Den Seismo-Orden sogar. Hast du also 5 Orden. Okay, wenn wir horchen, ja, Pokémon wärst bis Level 60. Und dann wollte ich dir ja noch diese technische Maschine geben, aber ich habe davor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Bei der Bitterfute 6 und warte dort vor der Höhle auf mich. Alles klar, gut, dann gibt es mit eben nicht hier zu einer Pissa. Gut, wir haben die Arena besiegt, sogar ohne uns zu informieren, ohne irgendwas großartig zu machen. Dementsprechend ist es, glaube ich, relativ gut gelaufen. Haben wir doch echt gut geschafft. Kommen wir sofort wieder nach oben. Kommen wir ein, zwei Mal. Und ja, alles gut gelaufen. Alles nach unserem Empfinden, mehr oder weniger. Cool, cool, cool. Dann gehen wir nochmal heilen. Und dann können wir schon quasi auf Route 6 begeben, so langsam. Wir rushen sogar momentan so ein bisschen durch. Tatsächlich. Aber ich glaube, hier war jetzt nichts mehr. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Aber ich glaube, ich habe hier nichts Großartiges vergessen, oder? Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Bim, 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 bim. Gut. Dann gehen wir auf Route 6 und werden dort mal ein bisschen klamüseln. Klamüseln, klabüseln, klar irgendwas. Kleopatra. Ja, die müssen wir auch noch ein bisschen leveln. Ne? Wir müssen auch unser neues Pokémon leveln. Hallo, du. Okay, das ist Bell. Du, erzähl mir noch was in der Arena, ne? Kann das sein? Was ist die Arena davon, Marina? Das ist Wahnsinn, das ist ja echt klasse. Be please no Kampf, oder? Aber halt, ich darf nicht immer nur tatlos einen Erfolg zu schauen. Ich bin schließlich selbst ein Trainer. Los, dafür einen Kampf. Oh Mann, ey, come on. Also wenn wir jetzt gar nicht geheilt wären, hätten wir jetzt mega scheiße, weißt du so? Ah, okay, gut. Ah, 4 Pokémon. Ach, come on, please, ey. Terry Bug. Ah, Menowin Fröhlich, ey. Ja, es wird, glaube ich, jetzt ein Scheißkampf werden. Einfach, weil das natürlich jetzt schon so ein bisschen in die Richtung geht. 4 Pokémon werden viel down bekommen. Wir werden aber viel Schaden nehmen. Und ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar nicht mal down sein, das Terry Bark. Ja, wie wir sehen hier. Ja, Body Check ist natürlich eine harte Attacke, die ordentlich rein. Aber wir dürften jetzt hoffentlich das Pokémon schon mal down bekommen mit Kalklinge. Wunderbar. Es müsste es eigentlich down sein. Ist es auch. Gut. 777. So. Vegimark ist Pflanzen-Pokémon. Ne? Das ist natürlich jetzt. Was natürlich nicht von Vorteil. Sondern wir sollten natürlich gucken, dass wir jetzt ein Flug-Pokémon einsetzen. Dementsprechend werden wir Wongs mal an oberste Front setzen. Werden Wongs mal einsetzen gegen Vegimark. Vegi kommt wahrscheinlich von Vegetarier, also von Pflanze wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Oder so. Vegi, ja, müsste Sinn machen. Machen wir Windschnitt. Und es müsste dann hoffentlich schon im ersten Schlag down sein. Ist es auch. Perfekt, dann haben wir gut. Jetzt können wir natürlich immer gegenwirken. Beim ersten Pokémon hat eben nicht, weil wir nicht wissen, was da jetzt auf uns warten wird. Ferkorkel ist Feuer. Oder? Ferkorkel? Ist es Feuer? Macht aber fast keinen Sinn. Doch, macht wohl Sinn. Klar, macht das Sinn. Das ist der Starter-Pokémon von ihr. Ja, jetzt quasi Starter gegen Starter kämpfen wir jetzt. Und da wir ja jetzt Wasser haben, sind wir natürlich da auf einem guten Weg,
Oh, Fergog ist auch schon Level, okay, nur Level 28 mehr oder weniger. Kalklinge hat sogar den First Hit und müsste auf jeden Fall instant down sein. Hammergeile Scheiße. Hab nichts gesagt. 1000 EP und als allerletztes setzt es dann Somnivora ein. Das ist, glaube ich, ein Psycho-Pokémon. Da würde ich ganz gerne doch mal Wongs einsetzen. Einfach mal die neue Attacke ausprobieren, die wir jetzt haben mit diesem Sonar, mit dem Synchron irgendwas. Weil Psycho gegen Psycho könnte... Oh komm, das ist dieses Bauchnabel-Ding, ey. Boah, das ist schon ein bisschen eklig. Hier, das nehmen wir mal hier. Und? Ja, ist nicht effektiv. Also es macht tatsächlich fast sogar gar keinen Sinn, ne? Macht sogar fast gar keinen Sinn hier. Okay. Dann sollten wir jetzt mal gucken, dass wir... Eigentlich müssten wir jetzt Käfer oder Geist oder Unlicht ein... Oh. Oder Unlicht einsetzen. Aber würde ich ganz gerne mal auf mein Pokémon-Dingens gehen und den lieben Bench einsetzen. Auch wenn wir jetzt quasi einmal Schaden nehmen werden. Soll mich aber nicht weiter jucken. In erster Linie. Und dann machen wir mal Unlicht-Attacke. Das ist, glaube ich, nicht so effektiv, oder? Ja, es geht so. Knirsche, hoffentlich haben wir die erste Attacke für uns. Haben wir auch für uns. Dann ist auch down. Nicht ganz. Nicht mal ganz down. Wir wehren die Attacke ab, okay. Sieht echt cool für dich aus. Wir machen nochmal Knirscher. Nochmal First Try, dann ist es down. Zum Glück. Geil gemacht. Gut gespielt, auf jeden Fall von uns. Und es ist down, wir haben gewonnen. Und ja. Wir besiegen hier auch nochmal Bell. Und dementsprechend sind wir auf einem guten Weg. Richtung allerbesser zu sein, ne? Ich bin nicht stark geworden, auf jeden Fall. Dass du genau verstehst, was mit deinem Pokémon vor sich geht. Auf jeden Fall. Ich gebe dir meine VM. Okay, fliegen. Das ist schon sehr cool. Das können wir Wongs auf jeden Fall beibringen. Damit wir jetzt, dann würde ich sagen, können wir vielleicht sogar in der nächsten Episode mal anfangen, mit Wongs zurückzufliegen. Und zwar bis zum Anfang. Wir mussten nämlich zu irgendeiner Stadt zurück, zwecks unser Pokémon und unser Fossil konnte man nämlich einsetzen oder beleben lassen, müssen wir aber zurückfliegen. Und zudem will ich nochmal ganz gerne ganz zurückfliegen, Jesus zum zweiten Mal entdeckt haben in diesem, wo war das denn, da wo wir Somnivora oder so gesehen hatten, wo wir das kämpfen mussten, mehr oder weniger. Da waren ja auch so Stärken, die wir einsetzen konnten. Da konnte man nämlich noch einen Weg laufen oder eher ablaufen. Wir werden mal auf Wongs Fliegen aktivieren. Denke ich mal, dass es auf Wongs schon Sinn macht. Ich glaube, einige können wir das schon noch verlernen. Und zwar möchte ich ganz gerne verlernen, ich glaube, die Attacke ist gar nicht so stark, weil irgendwie hat das echt keinen Sinn gemacht. Also hat einfach keinen Sinn gemacht, die Attacke. Wunderbar, 1, 2 und schwupps. Wir lernen jetzt fliegen. Dann würde ich sagen, können wir uns da in der nächsten Folge mal, können wir es ja mal zurücklaufen. Und da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Morgen wird keine Folge kommen. Die nächste Folge wird erst am Dienstag dann quasi wieder kommen. Oder vielleicht auch sogar erst mehr Mittwoch nicht. Ich mache das schon am Dienstag. Dafür am Dienstag. Weil am Montag keine Folge, machen wir am Dienstag die nächste Folge. Also am Montag gibt es einen Tag Pause. Dann geht's Dienstag weiter. Liebe Leutchen, da haben wir jetzt auch nochmal 5 Minuten Folge. Ich mich gleich nochmal auf den Weg begeben in mein langes Wochenende. Und euch noch eine schöne Restwochenende. Ja, wir haben jetzt Sonntag, ne? Ja. Wir hatten eine schöne Zeit. Ich bin dann ab morgen auch wieder zu Hause, kann die Kommentare dann auch wieder gewissenhafter und besser auch durchgehen. Ich werde gucken, dass ich auch dann in meiner freien Zeit am Wochenende die Kommentare so ein bisschen lese. Hau uns rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.